Krisenstimmung bei der CDU. Die Botschaft ist eindeutig, die Kante klar. Am Abend, als der alte und neue Generalsekretär vor die Presse treten. Max Otte, Chef der erzkonservativen Werteunion, fliegt aus der Partei. Die Kandidatur zum Bundespräsidenten auf AfD-Ticket, eine Ungeheuerlichkeit im politischen Berlin, die Zurückweisung scharf. Er hat insbesondere gegen den Grundsatz der CDU verstoßen, in keiner Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten. Die politischen Spielchen der AfD und die Art und Weise, wie Herr Dr. Otte sich in diese hat einbinden lassen, zeugt außerdem von wenig Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten, wenn nicht gar vor unserer demokratischen und parlamentarischen Ordnung. Es war die erste große Feuerprobe für den neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Der zog schnell und eindeutig eine Brandmauer hoch, will heißen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Otte einzuleiten. Dem Vernehmen nach habe die AfD ihre Freude kaum verheimlichen können, die CDU düpiert zu haben. Wir sind es nicht nur unseren Wählern schuldig, eine Wahlalternative zu dem SPD-Bundespräsidenten zu stellen. Und Otte habe wohl nicht lange gezögert, das Angebot der AfD anzunehmen. Dass ich das als große Ehre ansehe, als etwas, was über den Parteien steht. Es geht um das Amt, es geht um die Würde des Amtes. Ich bedanke mich bei meiner Frau, bei meiner Familie, dass sie das mittragen, denn es wird natürlich in den nächsten Wochen einiges auf mich einstürmen. Ottes Sympathien mit der AfD waren kein Geheimnis, trat er doch sogar auf einer Querdenker-Demo auf. Überhaupt AfD-Wähler wieder ins konservative Feld der CDU zurückzuholen, hat sich der neue Parteichef auf die Fahnen geschrieben. Ein großes Problem, findet die SPD. Wir sehen ja offensichtlich, dass bisher derartige Mitglieder, und das kommt ja nicht von heute auf morgen, eine solche Meinung innerhalb der CDU scheinbar auch eine gewisse Unterstützung gehabt haben. Gegen das Parteiausschlussverfahren könnte Otte noch rechtlich vorgehen. Gegenüber Welt stellte er klar, dass er CDU-Mitglied ist und bleiben wird.